Ja Leute, was geht ab? Und wir reacten heute auf das Video von Monte, der sein Gaming Room zeigt. Ich bin sehr, sehr hyped darauf und ich hoffe, ihr seid das auch. Abonniert gerne den Channel und vor allem wird er auf Amazon gehackt. Also keine Ahnung, was die zwei Sachen miteinander zu tun haben. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel natürlich kostenlos und lasst da gerne einen Daumen da. Ich habe für das Wochenende richtig, richtig viel geplant. Also nur mal so kurz zum Teaser. Es wird auch am Dienstag und Mittwoch wieder Champions League kommen. Auch eine spezielle Folge. Wir werden da in dem Bad Match jeweils wieder zwei Match spielen. Das heißt, eigentlich spielen wir vier Runs in zwei Videos oder in vier verschiedenen Videos. Wie hättet ihr das gern? Schreibt gerne in die Kommentare, weil ich lade morgen schon das erste mit unter anderem hoch. Also schaut wirklich da gerne vorbei und lasst auf jeden Fall gerne kostenlos Abo da. Wie gesagt, Dankeschön und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei, kann ich euch nur ans Herz legen. Wir starten direkt mal rein. Oh, die epische Musik, das ist dann natürlich nur ein Stream-Highlight, aber das finde ich ziemlich interessant. Ich habe mir gewünscht, dass ich den ersten Stream aus dem Haus mache. Das ist leider nicht möglich. Es hat sich da ein paar Sachen verzögert. Rein theoretisch, ohne die Verzögerung, wäre es mit sehr viel Stress vielleicht möglich gewesen, aus dem Haus schon zu streamen. Aber leider hat sich das ganze Projekt um so circa eine Woche verschoben. Also letzte Woche wurde gar nicht im Gaming Room gearbeitet. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich bekomme einzelne Elemente als Achteck so. Okay. Oder wie nennt man das? Achteck? Nee, Achteck gibt's ja nicht. Wie nennt man das denn nochmal, Digga? Nennt man das. Wie nennt man denn die Scheiße, Digga? Achteck, Digga. Als Oktagon? Keine Ahnung. Mein Logo sollte in die Wand mit LEDs. So, das Get On My Level mit LEDs. Und die LEDs haben auch alle funktioniert, bis auf die Farbe weiß. Und das bei jedem einzelnen Ding. Und da habe ich auch einen Haufen Geld für das Zimmer bezahlt, aber haben die Jungs gesagt, ey Marcel, wir wissen, weiß wirst du zwar nie verwenden, aber für unser Gewissen müssen wir das alles nochmal neu machen. Und das geht nicht hier, sondern wir müssen wieder in die Zentrale. Ach du Heilige. Hier in der Ecke, sondern ein Stückchen weiter. Und deswegen hat sich das Ganze eine Woche verschoben. Alter, das ist natürlich lächerlich. Also, ja, es ist natürlich klar, es ist, dass die auf ihren Stolz und so sind. Und natürlich wollen die natürlich auch gut bewertet werden oder so. Aber ich meine, das ist schon behindert, oder? Wollt ihr jetzt ein Bild von der Zockerecke, von dem Zockerkeller sehen? Das ist aber auch das erste, beziehungsweise nicht das erste, aber das letzte Bild, was ihr zu sehen bekommt, bis. Natürlich wollen wir Bilder sehen, ich meine, das ist ja klar. Das ist dann final am Start ist. Ich zeige euch nichts mehr sonst. Gut. Also nicht wundern, das ist eine Panorama-Aufnahme. Und so. Es sind viele LEDs, Digga. Denn ihr wisst ja, okay, damals natürlich. Als ich mit dem... Da will er natürlich dann auch ein Video drüber machen. ...aufgehört habe, habe ich mir diesen hier gemacht, aber nicht in Form vom Heroin-Spritzen, sondern ich habe LEDs von gespritzt. Oben. Und die Sucht ist bis heute... Ja, da können wir auch ein Stückchen davon... Seid ihr bereit? Wo sind die Augen? Wo sind die Champs? Ich will ganz viele Augen jetzt im Chat sehen. Ja, unfähig, Digga. Unfähig, der Chat. Okay, 3, 2, 1, buff. Okay, ich glaube, das muss ich größer machen. Man sieht da gar nichts. Okay, also auf jeden Fall ziemlich... Sieht ein bisschen aus, also... No front oder so, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Stripclub, also... Also mit dem ganzen Rot und so, das sieht... In der Mitte ist auf jeden Fall ein Aquarium. Rechts dann, ja, irgendwie ein Sofa oder ein Fernseher. Und dahinter, also da sollte er noch ein Bild zeigen, oder? Ja, das ist natürlich vom Vorhinein, muss man sagen, eine Geschmackssache. Stay würde jetzt wieder sagen, ein 14-jähriger Fortnite-Spieler würde das cool finden. Das ist mir aber zu viel LEDs. Ja, Diggi, häng dir deine Displays in den Hintergrund, Diggi, und dann hebst du dich voll ab, bist voll der kreative Streamer mit Displays im Hintergrund. Komm, halt mal deine Backe kurz einmal hin. So, besser ist das. Nein, Spaß. Kuss geht raus an Stay. So, ich zeige euch nochmal ganz kurz ein anderes Bild. Das habe ich vergessen rüberzuschicken. Damit ihr mal so einen gewissen... Oh, ich drehe hier gleich durch! Ja, okay, scheiß drauf. Na doch. Hey, Bruder. Also nur nochmal, damit ihr mal so einen kleinen Vergleich seht, wie das bis vor kurzem noch aussah. Und hier in diese einzelnen Dinger kommen halt zum Teil Logos von mir rein und. Ne? Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu dem Raum. Fangen wir erstmal an mit das sieht aber ziemlich cool aus mit Kühlschrank, ja, mega. Integrierten Get On My Level Logo. Darüber haben wir einen Curved Monitor, wo man Sachen, Logos, alles Mögliche abspielen kann. Okay.
Hier unten haben wir die Decke, Mann. Alter, ist egal. Dieser Bereich, der Fernseher ist mir wahrscheinlich zu klein. Ein wenig zu klein. Dieser Bereich wird sein, wo man mit Kollegen chillen kann. Hier kommt noch eine Couch hin zum Chillen. Mann, die ist mega. Also die sieht echt 3D-mäßig mega gut aus. Das ist die Infinity-Decke. Das heißt, wenn ihr da drunter steht und hier hochguckt, sieht das so aus, als wenn die Decke 3 Meter in die Höhe. Ja, also Höhen unendlich dann. Hier haben wir das Aquarium. Hier haben wir einen Monitor. Hier haben wir einen Monitor. Ja, das sieht hier mega aus. Überall LEDs in den Wänden verbaut. Auch hier sind noch LEDs. Hier unten sind noch LEDs. Im Fußboden sind LEDs verbaut. Wir haben so viele LEDs. Okay. Digga. Und kameratechnisch werden da sehr, sehr, also sau viele Kameras installiert sein. Wir werden hier eine Kamera haben. Wir werden hier eine Kamera haben. Wir werden hier oben laufen. Die ist sehr cool. Wir werden im Aquarium selber eine Aquarium-Cam haben. Wir werden so viele Kameras haben, Digga. Stromrechnung 20.000 im Monat. Das dachte ich mir auch schon. Stromrechnung, also ja. Da verlasse ich mich auf euch, dass ihr euer Twitch Prime Sub dann bei mir lässt, Kapi. Ja, Stromkosten. Ja. Ach, aber Monte, der weiß schon, wie man sich da die Kohle zurückholt. Nein, New Front, wie gesagt, aber der lädt ja sogar seine Insta-Stories auf TikTok hoch und so. Also, der weiß auf jeden Fall, wie man sich da die Kohle, wie man Kohle macht, auf jeden Fall. Er hat's verdient. Nichts spricht dagegen, aber trotzdem. Du, ganz kurz mal als kleiner Fun-Fact: Dieses Regal hier ist einzig und allein Kabel. Steckdosen, also das ist alles hier die Kabellage und die Technik für den Raum. Aquarium Camp Baba, oh ja, darauf freue ich mich auch schon. Wie gesagt, das ist eine Panoramaaufnahme, ne? Ist klar, weil die Mauer würde nicht zu schief stehen. Ein bisschen anders aus, aber ich denke mal, dass euch das gefällt. Und natürlich nicht jedem, das ist klar. Es ist sehr, sehr LED-lastig, aber das bin ich ja halt auch einfach, Digga. Ich glaube, für die Leute, die auch so wie ich auf LEDs stehen, kann ich mir die gut werden vorstellen. Das Zimmer auch mögen. Ich denke mal, du hast mehr Fotos. Natürlich habe ich mehr Fotos. Aber ich möchte euch auch nicht zu viel zeigen. Das ist das letzte Bild, was ich euch zeige. Das ist dann nächste, was ihr sehen werdet, ist der Stream aus dem Zimmer. Nee, ich zeige keine Bilder mehr. Wann? Ich tue mich schwer zu sagen, wann das ist, weil immer Kleinigkeiten noch dazwischen kommen können. Ich kann es euch ehrlicherweise jetzt gerade nicht sagen. 20 Tage noch? Noch einen Monat? 30 Tage noch? 15 Tage? Vor Weihnachten noch? Ich weiß es nicht, Digga. Ich denke nicht länger als 4 Wochen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen früher. Ich finde den TV ehrlich gesagt auch zu klein. Das ist aktuell... Gut, ich meine, da ist ja noch genug Platz für mich. Ansonsten, ja, also... Ich chill jetzt schon seit über einer Woche, eigentlich jeden Abend im Haus. Ich habe noch nicht im Haus geschlafen, aber ich chill schon jeden Tag da. Auf der Couch, guck Serien. Das ist wirklich... Kann ich mir gut vorstellen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ja. Hast du die Wohnung schon gekündigt? Nein. Bruder, ich war sehr beschäftigt in den letzten Wochen, hatte ich noch keine Zeit für die Wohnung. Sagen, Digga. Mein erster Stream da, ja, ich kann euch das im nächsten Stream genauer sagen, denn diese Woche... Also ich glaube, das traut sich auch nur Monte mit der Zigarette im Stream, also... Ja, natürlich, er ist authentisch auf jeden Fall, auch mit dem... Er ist auf jeden Fall authentisch. Kommen die Messebauer und es geht weiter im Gaming Room. Das einzige Problem, was noch auftauchen wird, nicht für mich, sondern für euch im Grunde, wird sein... Ich muss ja mein Streaming-Setup von hier rüberbringen zum Haus. Und ich weiß nicht, in was für einem Zeitraum ich alles angeschlossen bekomme, beziehungsweise in welchem Zeitraum die Technik von dort einwandfrei mit meinem Setup von hier läuft. Ich hoffe, dass das nicht länger als 1 oder 2 oder 3 Tage dauert, dass nicht irgendwie wieder 7 Tage streamfrei sind. Aber das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Blizzard im Fünfer, bekommst PS5, Monte? Wenn nein, sag Bescheid. Meine PS5 wurde storniert von Amazon, aber nicht, weil Amazon mich nicht mag, sondern irgendein hat versucht, sich in mein Amazon-Konto zu hacken. Daraufhin musste ich das Ganze melden bei Amazon. Daraufhin hat Amazon mein Konto vorübergehend gesperrt. Alles gut, ist normal. Aber Amazon hat auch alle meine Bestellungen, die ich getätigt habe an dem Tag und die Bestellungen, die ich getätigt habe, die vorbestellt sind, storniert. Das heißt, als mein Konto
wieder entsperrt war, war meine PS5, die ich mir selber bestellt habe, storniert. Und das könnt ihr euch... Das kann ich mir gut vorstellen. Habe ich nicht so gefeiert. Aber ich habe schon gedacht. Ja, ist klar, ich meine, der bekommt safe irgendwo. Ne? Wenn es sich dann auf 1000 Euro auf eBay oder so ne kauft. Ja, war auf jeden Fall interessant. Ich habe mir mehr Bilder vorgestellt. Also ich dachte mir, da kommt vielleicht so eine richtig coole 3D-Animation und so. Aber ist klar, ich meine, der möchte das noch ein bisschen geheim halten. Dann kann er noch vielleicht auf irgendeinem Zweitkanal oder so ein Video machen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ihr jetzt, ich meine nicht, also es wäre cool gewesen, wenn er während dem Bandzeitraum das schon rüberbringen hätte können, weil da hat er genug Zeit gehabt. Aber ja, ich meine, das ist seine Geschichte. Wenn er auch darauf reagiert, warum, weshalb er auf Twitch da gebannt wurde, schaut da auch gerne vorbei. Ich habe es oben rechts verlinkt, alle Reactions in der Playlist. Schaut da gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, morgen wird's fett. Morgen kommt auf jeden Fall ein Real-Life-Funny-Video mit meinem Bruder. Und auf jeden Fall natürlich auch die Formel 1 Mega-Season. Und natürlich sonst nichts. Maybe noch Among Us, irgendeine Halloween-Folge Among Us. Vielleicht kommt das auch noch morgen, weiß ich noch nicht genau. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zugucken und Dankeschön für euren Support in letzter Zeit. Abonniert gerne den Channel für noch mehr und lasst auch gerne einen Daumen da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.